Hey Leute und willkommen zum 17. Adventskalender-Video. Heute wollte ich mit euch eine Centerbox-Card basteln und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich schon mal an. Für die Centerbox-Card brauchen wir als erstes natürlich einmal ein Stück Pappe und hier habe ich mich für dieses hier entschieden. Wir haben hier einmal verschiedene Schneeflocken drauf und ein paar Elche und diese Pappe ist sogar doppelseitig bedruckt, das ist gar nicht schlecht, da die Karte ja später so zusammengeklappt wird und dann ist das hier die Außenseite und innen ist die Karte dann gleich schon rot. Falls ihr keine doppelseitig bedruckte Pappe habt, könnt ihr sie ja auch von innen anmalen und gestalten oder ihr klebt einfach zwei Pappen zusammen, dann passt das Ganze ja auch. Und jetzt müsst ihr einfach die Pappe hier erst einmal zurechtschneiden. Die Größe ist eigentlich ziemlich egal. Bei der Pappe könnt ihr einfach aussuchen, wie groß ihr das haben möchtet. Ich habe jetzt meine Pappe schon zurechtgeschnitten und das sind ungefähr etwas mit 20 cm. Ich glaube, das waren 25. Und so sieht die Karte jetzt aus. Ich habe alle Seiten gleich lang gemacht. Ihr könnt das natürlich auch verschieden machen. Und jetzt brauchen wir noch einmal eine zweite Pappe. Am besten eine etwas dickere. Hier habe ich einmal so einen Farbkartonblock, wo ganz viele verschiedene Farben drin sind, also von Pink bis Schwarz, alles Mögliche. Und hieraus werde ich mir jetzt erst einmal einen Ton aussuchen und den dann auf die gleiche Größe schneiden wie die Karte. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich habe mir auch schon mal ein Loch reingeschnitten, was wir als nächstes machen würden. Und zwar braucht ihr einmal auf beiden Seiten ein Loch, am besten gegenüberliegend. Das habe ich schon mal gemacht. Ich habe mich jetzt für ein Rechteck mit runden Ecken entschieden. Ihr könnt natürlich jede Form nehmen, die ihr möchtet. Hauptsache an der Seite bleibt hier noch ein Kleberand, damit die Karte dann auch am Ende steht. Und jetzt falten wir uns hier einfach den Kleberand schon mal vor. Das könnt ihr auch gerne vor dem Aufschneiden machen. Ich habe jetzt hier etwas mehr Rand gelassen. Den überstehenden Rand werde ich dann nochmal abschneiden, falls er zu groß ist. Wenn ihr nun den Rand ordentlich gefaltet habt und überprüft habt mit eurer Karte, ob das Ganze noch passt, nehmt ihr euch dann einmal Kleber. Ich habe jetzt einmal doppelseitigen Kleber. Ihr könnt natürlich auch einen Klebestift oder Flüssigkleber nehmen, aber ich benutze jetzt erst einmal diesen Kleber hier. Dann befestigt habt, könnt ihr euch eure Karte nehmen und das Ganze auch schon festkleben. Ich werde jetzt auch noch mal den Klebestift hier benutzen, da der doppelseitige Kleber nicht an alle Stellen gekommen ist. Und das Ganze muss ja auch noch gut halten. Und jetzt nehmt
zieht ihr euch eure Karte und tut am besten etwas Schweres rein, damit sie nicht gleich zugeht, und klebt sorgfältig die Klebefalten an die Ränder. Falls ihr Flüssigkleber genommen habt, könnt ihr das Ganze erst einmal trocknen lassen, bevor ihr die überstehenden Ränder abschneidet. Wenn eure Karte dann getrocknet ist und ihr die überstehenden Reste abgeschnitten habt, sollte die Karte dann einmal so aussehen. Hier haben wir einmal die Karte. Wenn man das aufklappt, sieht es eigentlich noch relativ normal aus. Und dann könnt ihr das Ganze einfach so vorziehen und eure Karte so hinstellen. Falls ihr wollt, dass das Ganze etwas mehr von alleine aufklappt, müsst ihr einfach diese Seiten hier kleiner machen als die Karte. Da könnt ihr ja mal ein bisschen rumprobieren. Und jetzt würde ich sagen, können wir auch schon ans Gestalten der Karte gehen. Und so sieht nun meine fertige Karte aus. Hier haben wir einmal zwei Bilder von Tini. Einmal aus dem Film Tini Violettas Zukunft, wo sie einmal einen Song am Strand schreibt. Und dann haben wir hier nochmal ein zweites Bild. Und auf dieser Seite steht einmal V-Lover. Und auf der anderen steht einmal Tini Stars. Und das Ganze habe ich einmal mit Glitzerkleber gemacht. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Und zwar ist das einmal blauer Glitzer und pinker Glitzer. Und in den Hintergrund werde ich vielleicht auch nochmal was machen, aber erst einmal muss das Ganze trocknen. Und ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.